Ja, ich freue mich mit euch jetzt das Thema die Neutralisation emotionaler Einstellungen Teil 3 durchzugehen oder die Behandlung oder Bereinigung mentaler Probleme anders ausgedrückt. Aber ich finde das halt immer so ein bisschen genauer. Ja, was können denn die Gründe nochmal sein, um sich auf die Suche zu machen nach dem höheren Bewusstsein? Die sind unterschiedlich gesetzt. Angst in jeder Form, Existenzängste können es auch sein, die vielleicht auch nicht so plausibel sind. Mentale Unzufriedenheit, Beziehungsprobleme oder Beziehungsbrüche, sogar körperliche Beschwerden. Aber auch ganz positiv motiviert, also Wunsch nach Selbstkontrolle, Supereffizienz oder nach Innenkehr. Ja, der Weg zum Aktionismus, zur Introspektion. Dieser Weg, der muss halt dafür gemacht werden, um das innere Potenzial, die Ressourcen ausschöpfen zu können. Also man muss dafür in die Selbstkonfrontation gehen. Es sind drei wichtige Faktoren zu beachten als Voraussetzung, nämlich Anstrengung ist dabei, Kontinuität ist ganz wichtig und die Übung. Also die Übung in der Kontinuität zu halten und dafür gilt es am Anfang, sich wirklich anzustrengen. Das Problem ist, dass wir halt konditioniert sind. Wir sind ja schon seit, ja, Kindesalter, sogar seit dem Babyalter darauf getrimmt oder dem Muster verfallen, in Handlungen gehen zu müssen. Ramana Maharshi hat gesagt, dass es wichtig sei, erst sich selbst zu reflektieren und zu bereinigen und damit unterstützt man eigentlich die Welt indirekt schon. Also es geht nie so, dass man nach außen hilft und dann erst nach innen geht. Es ist immer nur umgekehrt. Nach innen gehen, innere Stabilität und Frieden aufbauen und das dann nach außen kehren. Jetzt ein schönes Zitat von Robert Linzen aus Living Zen. Das hat er geschrieben, das Buch. Die Menschheit ist vergleichbar mit 2500 Windhunden, die einer mechanischen Hasenattrappe auf einer Rennstrecke hinterherjagen. Diese menschlichen Windhunde sind fest eingefahren, überangespannt, gierig und gewalttätig. Aber Zen oder Yoga versucht ihnen beizubringen, dass ihr echter Hase eine mechanische Fälschung sei. Die Folge des Loslassens sind immens. Nicht nur für die physische, nervliche und auch mentale Gesundung des Individuums, sondern auch für die gesamte Menschheit. Das fasst es nochmal zusammen, was wir in der ersten Folie besprochen haben. Ja, was wir nicht ausschließen können, sind die Krisen während dieses Entwicklungsprozesses. Es ist so, dass man tatsächlich nervlich, aber auch emotional und mental reagiert auf diese Selbstkonfrontation, aber eventuell auch körperliche Reaktionen erscheinen können, wie Kopfschmerzen und Erkältungen. Also letztlich bewirkt dieses Auf und Ab des Lebens oder das Durchgehen durch die Tiefen eben auch das Herauskramen von allem anderen, so dass das gesamte Körper-Geist-System reagiert. Trotzdem wollen wir es dazu bringen, oder unseren mentalen Geist dazu bringen, als den perfekten Spiegel zu gelten oder seine Funktion als perfekten Spiegel zu haben. Er ist ja eigentlich das perfekte Instrument der Erkenntnis und der Analytiker von Informationen oder auch das perfekte Instrument der Übersetzung von Gedanken für den Handlungsübergang. Und wir wollen diesen mentalen Geist aber auch dafür dann so reinhalten und freimachen von diesen Reizreaktionsketten aus dem unterbewussten Feld. Also letztlich diese Verunreinigung, diese Eindrücke mit den damit verbundenen Interpretationen und emotionalen Einstellungen, die schaffen halt die Abkehr von dieser Effizienz des mentalen Geistes. Ja, welche konkreten Ergebnisse haben wir denn noch durch die Bereinigung? Man wird stärker und stabiler. Und das ist tatsächlich auch ein Erfahrungswert, den ich kenne, nämlich je mehr man diese Klarheit innen hat, desto stärker wird man auch gegenüber Kritik, auch wenn die mit Absicht entwürdigend ist. Das ist ja im Grunde ein Sinnbild der Bitterkeit der anderen. Man wird demgegenüber wirklich neutraler. Was auch passieren kann, dass man ständig in so einen meditativen Zustand kommt, egal ob man jetzt nun arbeitet, isst oder trinkt und so weiter. Das nennt sich Sahaja Samadhi. Das ist quasi so ein permanenter meditativer Dauerzustand im Alltag. Man erkennt auch die Gesamtzusammenhänge, auch innerhalb von Widersprüchlichkeiten
Und die erscheinen dann gar nicht mehr so widersprüchlich, sondern alles dann ist auf einmal ganz klar ein absolutes, also steht ein absolutes Einheitsverständnis hinter allem. Man erfährt sowas wie Harmonie statt Trennung und sowas wie ein Fluss des Lebens. Also alles passiert einfach. Das Kommen und Gehen von Eindrücken und die Verarbeitung dessen in einer klaren Antwort als Übergang, so dass man auf jede Situation immer korrekt reagiert. Also ohne dass man das selbst so initiiert. Das passiert einfach. Ja, das ist im Grunde diese perfekte Konzentration im Momentum, verbunden dann halt mit der daraus entstehenden Effizienz, die zu diesem Totalen aufgesaugt werden wird. Dass man eins wird von der Sache, die man gerade tut. Ja, Ideen, Konzepte und auch unterschiedliche Philosophiesysteme werden dann nicht mehr so als Teilidee wahrgenommen, sondern werden als etwas verstanden, was dann dem jeweiligen Bewusstseinsstatus des Erkennenden entspricht. Also man hat dann keine bewertende Einstellung mehr dazu, sondern weiß, ja, das war deren Bewusstseinszustand in dem Momentum und deshalb ist das absolut akzeptiert. Es geht noch weiter mit den Ergebnissen, die wir entstehen lassen können durch diese mentale Bereinigung, nämlich dass man ein höheres Verständnis auch auf einmal bekommt für Krankheit und Tod. Also die Angst auch vor dem Tod schwindet, beziehungsweise es als ein wirklich natürliches Kommen und Gehen empfindet, was dazugehört. Und ja, man ist dem dann so ein Stück weit beobachtend übergeordnet. Der Aktionismus, der dann auf jeden Fall bestehen bleibt, der ist schwungvoller. Also es heißt ja nicht, dass der weggeht, nicht? Also der bleibt, aber er wird so sanfter, schwungvoller. Weil man nämlich aus der Entspannung dann schöpft, die wie so ein menschlicher, vitaler Dynamo quasi betrachtet werden kann. Im Gegensatz dazu ist ja Anspannung begrenzt, also zwar auch ein Motivator, aber eher begrenzt. Ja, man kann das Leben voll ausschöpfen, auch in Freude, weil man ja so nicht mehr so aus der Bahn geworfen wird, nicht? Man hat dann auf einmal so eine freundliche Einstellung gegenüber allen, sogar gegenüber Feinden, weil es wieder, ne, keinen Einfluss auf das eigene Innere mehr hat. Man wird aber auch zu so einer Art Supergenerator von Kraft und Wissen, von allem, was quasi auch sinnvoll ist in der Gesamtheit, was aufgenommen werden kann, ne? Man findet das Verständnis für die eigene Existenz innerhalb des Gesamtsystems, also des gesellschaftlichen Gesamtsystems, anstatt sich dieser unterdrückten Einsamkeit hinzugeben. Es ist ja meistens so, dass man diese Einsamkeit dadurch unterdrückt, indem man ständig mit Menschen zu tun hat oder im Aktionismus ist und so weiter. Das ist ja dann nicht mehr. So dass man diese Kraft nicht mehr aufwenden muss, sondern egal wo man gerade ist und was man tut oder ob man alleine ist, man versteht sich als Teil des großen Ganzen. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir sind ja konditioniert, wie eingangs gesagt. Yoga spricht deswegen von einer Dekonditionierung. Das heißt, wegzukommen von allen Konditionierungen. Achtung, nicht Rekonditionierung. Wir wollen nie etwas Altes mit etwas Neuem füllen, sondern wir wollen ganz leer werden. Also stereotypische mechanische Reaktionen und Muster auflösen. Ja, was sind denn die Gründe dieser Auflösung? Wir gehen ja davon aus, je höher das Gewahrsein, desto weniger Routine. Also das heißt, desto weniger ist man eingemustert. Man kommt wieder an seine Spontanität. Und dieser freie, unkonditionierte Geist, der hat die Macht der Klarheit, der Fantasie, der Erkenntnis und der Entscheidung. Also alles wird so klar. Ja? Also nicht mehr so verschwommen oder verdreckt oder durchschimmert von den eigenen Interpretationsfeldern, sondern der reine Geist in seiner Uressenz, in dem, wie er ursprünglich reagiert hätte, kann jetzt reagieren. Man schafft also eine Agilität und Flexibilität des Geistes. Und der konditionierte Geist, der hingegen, ist halt einfach begrenzt. Ja, die Techniken, die wir brauchen,
sind Meditationstechniken, ganz klar, um diese Reflexion erst aufkommen zu lassen, um es zu schaffen, in einen Raum zu kommen, wo alles hochkommen darf, was reflektiert werden möchte, aus dem unterbewussten Feld. Das haben wir jetzt, das Paket, und setzen dann Svadhyaya ein. Das ist die Selbstreflexion. Also wir hinterfragen dann entweder in dem Moment der Meditation, wo etwas hochkommt, also im Grunde der Meditationstechnik, oder aber es passiert tatsächlich während des Alltags, dass wir entweder kurz vorher, das ist das Bessere natürlich, oder danach hinterfragen, warum habe ich so gehandelt? Oder warum habe ich jetzt so gedacht? Oder warum wünsche ich mir das überhaupt? Also es geht nie darum, etwas zu unterdrücken. Was auch eine schöne Technik ist, ist die Beobachterrolle einzunehmen, permanent, wie so eine Art Nebenstrom. Und das schafft nämlich eine sehr gesunde Nicht-Identifikation mit dem Körper, auch mit den Emotionen oder Verstand, ne? Sondern man schafft immer wieder so eine Trennung von diesem gesamten Körper-Geist-System, sodass man sich mit inklusive einer Situation oder Szene beobachten kann. Und so entsteht quasi ein Gummiball-Effekt. Also es bleibt weich, ne? Die Situationen haben dann keinen Einfluss auf das Innere. Man beobachtet es ja als etwas von außen. Was auch sehr interessant ist, ist die Sprache. In Form der Sprachentwicklung oder Sprache, die man quasi anders umsetzen kann, Limitationen aufzulösen. Indem man nicht mehr sagt, ich bin schlank oder ich bin intelligent, sondern dieser Teil von mir, der ist so und so beschaffen. Oder in dem Moment ist mir eine gute Lösung oder intelligente Lösung aufgekommen, wie auch immer. Aber dass man da differenzierter in der Sprache auch rangeht, was ungemein helfen kann. Insgesamt kann man ja das Leben tatsächlich auch als so eine Art Theaterstück betrachten mit dem eigenen Rollenspiel, mit der eigenen Rolle in diesem Theaterstück, was ebenfalls ungemein helfen kann. Ja, es ist natürlich alles einfacher gesagt als getan. Man kann sich ja vielleicht eine Sache mal herauspicken und das so ausprobieren, es integrieren, entweder im Leben oder wirklich mal in die Meditationstechnik gehen, die wir ja auch bisher schon ein Stück weit besprochen haben, an Möglichkeiten, die ihr da für euch herauspicken könnt. Viel Spaß damit. Ade.